Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Cult Beauty Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich muss euch etwas beichten und zwar habe ich euch angelogen. Ja. Ich dachte, der Flaconi Love Brands Adventskalender mit seinen 180 Tacken wäre der teuerste, den ich hier dieses Jahr vorstelle. Und dann kam er. Ja, Cult Beauty für 248 Euro. Das muss man sich mal überlegen, ne? Der soll zwar einen Wert von 1000 haben, aber hey, wir gucken einfach mal gleich rein. Ich glaube, den gibt es auch so nicht mehr zu kaufen. Das ging alles sehr schnell mit dem Ausverkauf, wo ich mir denke, wow, Leute, wer haut denn so viel Kohle? Ja, wahrscheinlich haben die ganzen Influencer sich jeweils eingekauft, war. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass auch ganz regulär dieser Adventskalender ab dem 1. Dezember bei der ein oder anderen Person stehen wird. Naja, so schaut er aus. Ist jetzt relativ wenig weihnachtlich, aber hübsch, ne? Erinnert mich ein bisschen an den Glossybox Adventskalender, aber dann gleichzeitig auch wieder an irgendwelche Naturkosmetik-Adventskalender, zum Beispiel von Ecoverde, weil wir hier Schubladen drin haben. Es geht bis zu Türchen Nummer 25 und ich würde sagen, wir starten. Wow, in der Nummer 1 haben wir direkt ein Produkt in einer Glasflasche drin. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum der Adventskalender so sackenschwer war. Jordan Samuel Skin sagt mir persönlich nichts. Hydrate the Mist, 120 ml haben wir hier drin enthalten. Und ich weiß nicht, ob da irgendwelcher Goldstaub oder sowas drin ist, weil es muss ja ein Produkt sein, was relativ hochwertig ist. Muss ausprobiert werden. Das hier ist ein Produkt jetzt in der Nummer 2, was ich super gerne demnächst mal ausprobieren werde. Denn das ist etwas für die Haare und zwar für den Kopf, für die Kopfhaut. Brio Geo Scalp Revival mit Aktivkohle und Kokosnussöl, mit Micro-Exfoliating-Geschichten. Es ist ein Shampoo. 59 ml sind hier drin enthalten. Hat so einen Hauch von Muttmaski für mich. Wird aber ausprobiert, ne? Also, ja, das gebe ich mir dann einfach auf die Kopfhaut, während zum Beispiel einfach meine, nee, wow, das lässt du place in the refrigerator, nein, ach Quatsch. Nee, das musst du einfach nur einmassieren und dann rausspülen. Nee, alles gut. Ich habe hier irgendwas mit 2 Stunden gelesen, aber nein, du machst es 2 Stunden vorher in den Kühlschrank. So kann man das machen. Aber das werde ich dann in die Kopfhautviecher da oben rein massieren, während ich meine Haarkur einwirken lasse. Ne, das ist eigentlich immer eine ganz gute Geschichte. Die erste halbwegs bekannte Marke versteckt sich in der Nummer 3. Denn da hat Victoria Beckham etwas hinzugesteuert. Push Lipstick. 2 Gramm sind hier drin enthalten. Und das ist die Farbe Be Pout. Schaut so aus. Ich weiß nicht, bei wem ich das mal gesehen hatte. Da hatte jemand auch Victoria Beckham Lippenstifte vorgestellt. Ich meine, dass das die liebe Jenny's Highlights war. Die ist ja auch so eine kleine High-End-Fee. Und ja, so schaut es einmal aus. Ist ja hübsch und schlicht. Und das ist einfach so ein schönes Tönchen, muss ich wirklich sagen. Den werde ich auch behalten und ausprobieren und alles, ne? Kann ich immer hier so swatchen. Oh, das ist eine schöne Farbe. Das ist auch so glossy finish, ne? Das mag ich eigentlich wohl ganz gerne leiden. Den gucken wir uns mal dann demnächst mal an. Auf den Lippen, weil jetzt ist Rotzeit. Rotzeit. Ja, ja. In der Nummer 4 erwartet uns ein Produkt, was ich schon mal hatte, glaube ich, oder? Nee, das ist der Toner. Ich hatte das mal als Creme tatsächlich, als Nachtmaske. Glow Recipe, das ist die Watermelon Glow PHA und BHA Pore Tight Toner Geschichte, die hydratisieren soll und die Poren verfeinern soll mit 40 Millilitern. Auch das ist halt wieder Glas, also sehr, sehr hochwertig und auch eine schöne und hautverträgliche Marke. Wassermelone ist natürlich voll mein Ding. Oh ja, das finde ich cool. In der Nummer 5, das ist der Tag von Nikolaus für uns, haben wir ein Cleansing Balm fürs Gesicht von Pharmacy Green Clean Make-Up Melt-Away Cleansing Balm. Mhm. 50 Milliliter. Jo, Allure hat es auch wohl irgendwie hier toll gefunden. Was? Die haben da irgendwie was mit Award-Gedönsen beistehen. Ein Spatel haben wir mit dabei, finde ich klasse. Und das ist Plastik hier. Und ja, ist halt so ein Double Cleansing. Ne? Wenn ich also gleich duschen gehe, dann werde ich mir von meinem Cleansing Balm, den ich aktuell offen habe, einfach so ein bisschen was rausnehmen. So mit 2 Fingern oder so, wie auch immer. Und dann wärme ich mir das ein bisschen in der Hand an. Dann wird das so ein bisschen emulgiert. Nein, es wird halt flüssiger. Und dann gehe ich damit über mein Gesicht, löse mein Make-up und unter der Dusche einmal abwaschen und dann den Foam Cleanser oder so drauf machen.
das hier wird wohl sehr hochwertig sein. Wenn das hier in diesem Adventskalender drin ist, dann erwarte ich das halt einfach mal. Weil wir reden hier von ungefähr 10 Euro, ja, 10 Euro, was man ja pro Dingens hier bezahlt, pro Kläppchen, pro Türchen. Und vom Wert her liegen wir ja noch viel, viel höher pro Türchen. Also von daher bin ich gespannt, was ich hier nachher an einem Preis einblenden werde in meiner Lampe. Für uns ist der 6. Dezember Nikolaus, für die Engländer ist es, glaube ich, am 5. Dezember schon gewesen, dass Sinterklaas die Geschenke gebracht hat. Fun Fact, wusstet ihr, dass auch die Cult Beauty Geschichten zu The Hut Group gehört und The Hut Group beinhaltet auch Glossybox und Look Fantastic. So mal als kleine Idee zwischendurch. Deswegen ist es vielleicht designtechnisch auch so ein kleiner Mix zwischen Glossybox und Look Fantastic, oder? Denkt mal drüber nach. Okay, Tinted Life You Glow Face Body 50 ml. Da weiß ich gerade nicht genau, was es sein soll. Ich glaube, das ist so eine Art Selbstbräuner. Du kannst das alleine oder über Make-up tragen. Irgendwas mit Highlighting. In der Farbe Dawn ist das. Okay, muss ich mir mal genauer angucken, was das ist, weil es ist jetzt relativ leicht. Es fühlt sich nicht an, als wäre das irgendwie eine Foundation oder so. Keine Ahnung. Es ist so eine silikonige Verpackung hier. Muss ich mich mal mit beschäftigen. Mal gucken, was das ist. Über Make-up. Ist es so ein Flüssig-Highlighter? Und dann 50 ml? Das wäre hart. In der Nummer 7 läuft uns niemand Geringeres als Mr. Shiseido über den Weg. Wow. Vital Perfection Uplifting and Firming Cream 15 ml. Joa, Shiseido ist eine Marke, die ist pricey, ne? Da steckt Kohle hinter. Und hier haben wir auch so einen schönen Tiegel. Hübsch. Jo, haben wir eine Gesichtscreme, ne? Kann man sich nicht beschweren. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Und witzigerweise ist dies hier die perfekte Ergänzung für ein Produkt, was ich in einem anderen Adventskalender drin hatte. Und zwar hatte ich hier von Augustinus Bader in einem anderen Adventskalender in der 24 eine Creme drin. Und hier habe ich The Face Oil mit TFC 8. 10 ml. Ja, sackenteuer. Also das habe ich habe mich auch gewundert, als ich das aus dem anderen Adventskalender rausgezogen habe. Der Wahnsinn in Tüten, aber richtig geil, weil dann kann ich das tatsächlich auch in Kombination verwenden. Ich weiß nicht, ob TFC 8 irgendwas mit Anti-Aging zu tun hat oder so. Weiß ich nicht, muss ich herausfinden, aber ich finde es ziemlich geil, dass ich die beiden Produkte jetzt habe und den Kombi verwenden kann. In der Nummer 9 dürfen wir uns über eine Mascara freuen, und zwar von Sweet, die Pro Lash Lift Mascara. Die habe ich, glaube ich, sogar schon da, denn ich hatte mal irgendwann so eine Eyebox bestellt von Cult Beauty und ich glaube, dass die da drin war. Da muss ich nachher nochmal in meiner Sammlung stöbern gehen. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant und ich glaube, dass die auch sehr pricey war. In der Nummer 10 haben wir direkt zwei Produkte drin und das finde ich schön. Einmal den Glow Screen mit Lichtschutzfaktor 30 von Super Goop und der hat einen Lichtschutzfaktor 5, nach Quatsch. Ah, da sind 15 ml drin, das wollte ich dazu sagen. Und ja, Lichtschutzfaktor ist 30. Den habe ich, glaube ich, auch mit Lichtschutzfaktor 50 oder ist es der mit 30? Ich weiß es nicht. Sehr silikonig von der Haptik her. Man sieht auch sehr speckig schnell damit aus, aber Make-up hält da drauf tatsächlich. Und deswegen finde ich den ganz cool. Und des Weiteren hatten wir hier drin HUM, Beauty Starts From Within, also die Schönheit kommt von innen natürlich. Here comes the sun D3 without UV damage. Also hier sind Vitamin D3 Viecher drin. 30 Vegan Softgel Viecher. Und das fühlt sich an, als wäre das leer. Aber jetzt ist die Zeit, wo ich auch Vitamin D3, oh ja, das war's drin, zu mir nehme. Und deswegen kommt das ganz gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man davon nehmen muss. Serving Size ein Softgel. Ja, dann würde ich sagen, dass man ein davon braucht. Genau, Nahrungsergänzungsmittel finde ich eigentlich in Adventskalendern nicht so gut. Aber wenn es halt in Kombination mit einem anderen Produkt kommt, ist es schon wieder okay. In der Nummer 11 habe ich ein Produkt von einer Marke, die mir gar nichts sagt. Audacity Pure Elements CAR Wildkarotte Serum Concentrate Vital Glow. 5 ml haben wir hier drin. Und ja, solche Karottenöle sind für mich nicht so geil, ne? Die sollen ja auch dafür sorgen, dass der Teint so ein bisschen gebräunt aussieht. Ich sehe aus wie ein Oompa Loompa damit, deswegen nicht so meine Welt. Heute ist die Nummer 12, mal keine Halbzeit, aber hallo, Sunday Riley ist so hochpreisig. Auto Correct Brightening and Depuffing Eye Contour Cream 15 ml.
Hey, was ich hier oben wo reinschreiben werde? 50 Euro? Weiß ich nicht. Was ist da wo wert? Sackenteuer. Das sage ich euch. Also ich glaube, wenn ich diese Augencreme verwende und dann in Kombination dieser Augustinus-Bader-Geschichten, dann gehe ich hier so dermaßen mit geschwollener Brust und ne raus und denke mir, ich wäre sowas von hi, hi, hi hier oben von der Pflege her. Muss mein Freund mich erstmal irgendwo runterholen. Ja, krass. Also das ist, glaube ich, nicht das günstigste von der Welt, ne? Da ist Koffein mit drin, das finde ich schon mal cool. Und sowas braucht man halt auch so ein bisschen, ne? Deep Haft Look, das finde ich auch immer schön, wenn das so abschwellend wirkt und alles ist brighter und dunkle Schatten werden minimalisiert optisch. Finde ich gut. Ausprobieren, ne? In der Nummer 13, was ja die Mitte des Adventskalenders ist, haben wir ein Produkt von einer Marke drin, die ich nicht kenne. Aber das heißt ja nichts, ne? Weil, Summer Fridays Cloud Dew Oil-Free Gel Cream ist das. 50 ml und die soll hydratisieren. Fühlt sich sehr, sehr schwer an. Und hier ist definitiv die Nummer 13. Keine Pechzahl. Auch hier haben wir einen Spatel und sogar einen Beipackzettel mit dabei. Oh mein Gott, wie hochpreisig wird diese Creme sein. Das hier unten ist Glas. Und so schaut es aus in einem wunderschönen Aprikot. Ja, ne? Also wir haben hier hauptsächlich Gesichtspflege drin, aber das war in dem Bild, bei dem Bild ja auch abgebildet. Finde ich sehr interessant gerade, was ich hier gerade so rausziehe. Die winzig kleine Nummer 14 verbirgt ein sehr schönes Pipettenfläschchen aus Glas von Oskia London. Isotonic Hydra Serum und ja, mit Hyaluronsäure, Elektrolyten, Aminosäuren und Ceramiden. 30 ml haben wir hier drin. Finde ich sehr interessant. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Und Oskia London ist eine Marke, die uns auch durch die Look Fantastic Beauty Box ab und an mal begegnen darf. Jetzt, wo ich gerade selber drüber nachdenke, dass der Adventskalender uns mal wieder ein bisschen Abwechslung geben dürfte, also weg von Gesichtspflege und hin zu, wir haben andere Regionen an unserem Körper, ziehe ich etwas für die Haare raus, wieder von Brio Geo Don't Despair Repair. Das ist eine Deep Conditioning Maske und 59 ml haben wir hier drin und die ist mit Vitamin B5, mit Arganöl und so weiter und so fort, soll trockenes und geschädigtes Haar reparieren und sie riecht unglaublich gut. Also das muss ich wirklich sagen, ne? Wahnsinn, die riecht extrem gut. Wow. In der Nummer 16 haben wir eine altbekannte Marke. The Ordinary ist in jedem englischsprachigen Adventskalender irgendwie vertreten. Die war in so vielen drin, der Wahnsinn. Hier haben wir das Niacinamid mit 10%, Zink mit 1% und das soll High Strengthening geben, also quasi Stärke mit Vitamin und Mineralien. Und 30 ml sind hier drin. Ist gar nicht so super teuer, weil die Marke an sich ja relativ preisgünstig ist, ne? Aber interessant auf jeden Fall. Also meine Haut liebt Niacinamiden. Miden? Nicotinamid heißt es ja eigentlich auf Deutsch, ne? In der 17 haben wir ein Duschgel von Morton Brown drin. Auch das ist eine Marke, die wir öfters in der Look Fantastic Box drin finden. Mit Jasmin und Sunrose, hört sich nach meinem Duft an. Und hier sind, ich glaube, 100 ml drin. Ja, 100 ml. So schaut es aus. Also wirklich sehr hübsch, ne? Sehr klar. Nur den Ausfluss mag ich nicht. Boah, riecht aber voll geil. Ich liebe Jasmin und ich liebe Rose, also Wahnsinn. Hä? Leute, ich muss euch mal eben kurz zeigen, was in der Nummer 18 drin ist. Denn irgendwie ist das hier gerade ein bisschen eskaliert. Ich wollte gerade sagen, herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich vermute, hier haben wir eine Maske drin. Nee, hier haben wir einfach mal sacken viele Produkte drin. Was ist hier los, ey? Krass, einmal habe ich hier von It Cosmetics einen Pinsel mit drin. Das ist dieser Buffer Brush oder wie der heißt. Complexion Perfection Bookie. Genau, so heißt der. Finde ich sehr, sehr interessant und Hammer, okay. Dann haben wir hier etwas drin von Fresh Sugar Strawberry Exfoliating Face Wash. Eine Gesichtsreinigung mit 50 ml mit Erdbeere. Finde ich klasse, mag ich sehr gerne leiden. Hä, haben die sich vertan? Die haben die ganze Schublade voll gemacht. Hammer. Ey, dann von Dr. Barbara Sturm haben wir hier Glow Drops drin mit 10 ml. Ich bin gerade so hart verwirrt. Wie viele Produkte haben wir hier bitte in diesem einen... In dieser einen Schublade drin, ne? Von Natasha Denona Macroblight Liquid Liner 0,55 ml. Das ist dieser hier. Ja, ist dann so ein Eyeliner wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, welche Farbe das ist. Müssen wir mal gucken. Ich meine, so ein Eyeliner ist ja auch klassisch in Adventskalendern. Oh, scheint schwarz zu sein. Geil!
einfach mal einen schönen schwarzen Eyeliner. Ja, mein Natasha Denona Full Face kommt immer näher, ne? Hammer! Ich komme da nicht drauf klar, dass wir hier, was ey, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Produkte in einem. Hallo! Okay, dann haben wir natürlich die Better Than Sex Mascara mit 3,9 Gramm hier drin. Das ist die kleine Variante davon. Eine sehr schöne Mascara, die so ein erdnussförmiges Kunstfaserbürstchen hat. Ich habe noch nie in einem Adventskalender so viele Produkte in einem Kläppchen gehabt. Alter! Dann von NARS Bronzing Powder, 1,2 Gramm haben wir hier drin enthalten. Den müsste ich tatsächlich aufgrund der vielen Adventskalender schon da haben, denn das ist die klassische Farbe Laguna und ich komme nicht klar. Ja, ich glaube, ihr könnt das nachvollziehen, wenn ihr gerade dieses Video schaut. Ne? Der ist so klein und fein. Ich meine, es war ja auch gesagt, dass hier super viele Produkte drin sind. Ne? Schaut so aus, ist ein schöner, aschiger Ton, mag ich sehr, sehr gerne leiden. Ist dann gleich in den anderen Kläppchen nichts mit drin, oder was? Hä? Ah, dann habe ich hier von Laura Mercier ein Translucent Loose Setting Powder. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Gramm hier drin enthalten sind. Das steht hier nämlich so nicht mit drauf. Das ist einfach so eine kleine Größe davon. 3,5 Gramm sind da drin enthalten, habe ich gerade nachgeschaut. Dann haben wir von Atelier Westman ein Produkt hier mit dabei. Da weiß ich gerade nicht, was hier drin sein wird. Tabak, iPod, ein iPod mit 0,8 Gramm. Ein Mono-Lidschatten, ja, der kommt auf jeden Fall in den Mono-Lidschatten-Adventskalender, den ich demnächst packe und verlose. Aber ein schönes Tönchen, den kann man auch wirklich als Mono tragen, ne? Weil das so ein schöner Schimmer Braunton ist. Mag ich gerne leiden, aber ich mag keine Monos, ne? Bin ich ja auch ehrlich. Und dann haben wir als letztes Produkt hier ein Lip Dew Glossy Lip Oil von Vive drin enthalten mit 6 Millilitern. Das ist dieses hier. Ich bin gerade, also das ist wie ein Unboxing, ne? Von einer Box. Und das ist einfach ein Kläppchen in einem Adventskalender. Ja gut, der hat 248 Euro gekostet, ne? Aber das überrascht mich gerade. Oh, schön. Das mag ich auch gerne leiden. Also schaut so von vorne aus. Und das ist halt das Lippenprodukt. Die sind doch alle wahnsinnig. Ich würde das einfach mal als Statement bezeichnen. In der Nummer 19 haben wir von Rhön oder Rhön eine Palette drin. 4,2 Gramm sind hier drin enthalten. Eyeshadow Palette 75 Grad. Obviously Nikki Dust, FaceTime und J'adore. So heißen wahrscheinlich die Töne, die hier drin sind. Oh, edel, edel, sprach der Wedel, denn ich habe selten eine Lidschattenpalette mit Beipackzettel gesehen und mit Samtsäckchen drumherum. Eieieiei. Schöne Verpackung, sehr, sehr edel, definitiv. Bin ich mal auf die Töne gespannt. Alles Schimmertöne, die werde ich aber auf jeden Fall einmal ausprobieren, bevor ich die einfach so weitergebe. Nur Schimmertöne, das heißt, die würde ich mit einem Bronzer kombinieren, aber der helle Ton scheint hell genug zu sein, um ihn als Inner Corner Highlight zu nehmen. Ich bin gerade, es sind so ledrige Texturen, ne? Sieht hammer aus. Komm, wir swatchen die einmal zusammen. Sehr interessante Textur, wenn ich da so reingehe. Ist das wie Gel, also sehr, sehr nass. Wie Creme-Lidschatten fühlt sich das wirklich an, ne? Ich glaube, das sind sogar Creme-Lidschatten. Muss ich mal gucken, ob das bei mir alle so hält. Okay. Okay. Sehr glitzerig. Ja, muss ich auf jeden Fall mal auf dem Auge sehen. Die Swatches sind jetzt nicht so super mega krass, ne? Aber ich muss die mal ausprobieren, ja. Die Nummer 20 habe ich hier und das ist ein The Inky List 30 ml Tranexamic Acid Night Treatment. Sagt mir nichts, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass die Marke relativ hochpreisig ist, ne? Ein Nachttreatment. Und das machst du wie wie ein Serum im Prinzip drauf, glaube ich, ne? Ja. Die Nummer 21 sagt mir von der Marke her auch nichts. Youth to the People Superfood Cleanser, ein Gesichtswaschvieh mit 59 Millilitern, Kale and Green Tea, Spinat und Vitamine Superfood Cleanser. Das finde ich sehr interessant. Ist Kale nicht? Nee, Gabbage ist cool, ne? Aber was ist denn Kale? Ist sehr ölig und ist aus Glas. Das würde ich beim Double Cleansing als ersten Schritt verwenden. Interessant. Probiere ich aus.
Die Nummer 22 ist die letzte Schnapszahl und das ist von Algenist, Genius Collagen Calming Relief. Ich weiß nicht, wofür das sein soll. 40 Milliliter haben wir hier drin enthalten und ich weiß nicht, was das ist. Wirklich nicht. Vielleicht so eine Art Serum? Ja, ne? Wir nennen es jetzt mal Serum. Charlotte Tilbury beehrt uns in der Nummer 23, was für uns ja der Tag vor Heiligabend ist, mit Eyes to Mesmerize Long Lasting Easy Color. 7 Milliliter haben wir hier drin in der Farbe Amber Gold und das ist so ein Creme-Lidschatten. Das sieht so aus und hat hier unten Milchglas und hier oben haben wir den Creme-Lidschatten. Also Creme-Lidschatten sind sehr offensichtlich einfach gerade in, ne? Ich muss mal gucken, ob ich den schon habe, aber ich glaube nicht. Und dann werde ich den mal mit euch zusammen ausprobieren. Ich hoffe, der rutscht mir nicht in die Fältchen. Die Charlotte, die 24, ist natürlich wieder prall gefüllt, ne? Für uns Heiligabend. Und in England ist es so, dass die da quasi am 24. ja diese Familiengeschichte haben und am 25. ist Geschenkübergabe. Oder genau umgekehrt, weiß ich gerade nicht. Espa, The Grounding Crystals, das ist eine Creme. Nee, das sind Kristalle, die du in ein warmes Bad gibst. 55 Gramm sind hier drin enthalten. Es ist Glas hier unten. Okay, ist es ein Badezusatz dann? Boah, ja, Hammer. Oder inhalieren kannst du damit, ne? Da sind auch so Blüten drin und Kristalle. Also das sieht sehr schön aus. Boah. Patchouli, Sandelholz, irgendwie sowas ist das, ne? Das ist auch ein sehr geiler Duft. Dann haben wir was von Drunk Elephant hier mit drin. Habe ich letztens auch von dem lieben Maxim mir zugeschickt bekommen, als er mir in das Paket, was Danny mir geschickt hat, noch was dazugelegt hat. Also vielen, vielen Dank. Und hier habe ich das TLC Frambos Glykol Nachtserum und das soll Refine und Retexturize machen. Also ja, quasi das Hautbild verfeinern, ne? Mit AHA und BHA und mit Himbeerextrakt 8 Milliliter sind hier drin. Und das ist dann so eine Art Übernacht-Peeling, ne? Was man dann quasi in die Creme mit reinmischt und wie so ein sanftes Säurepeeling. Ja, dann haben wir hier von Patchology Surf Chilled Bubbly Eye Gel Gels Patch, keine Ahnung, es ist halt irgendwas für die Augen. Mit Orangenextrakt, Niacinamid und Resveratrol. Ja, hallo, finde ich total klasse. Das finde ich echt klasse. Hört sich so an wie etwas, was ich lieben werde. Leute, ich bin hier echt geflasht, ne? Medicard ist auch eine super hochpreisige Marke. C-Tech Tetra Lux Lipid Vitamin C Enhanced Radiance Serum. 8 Milliliter, das soll dann quasi Strahlkraft in das Gesicht zurückgeben. Was dieses C-Tetra bedeutet, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Tetra ist für mich eine Fischfuttermarke, aber ich glaube nicht, dass hier Fischfutter drin ist. Nein. Ja, sieht auch wieder sehr, sehr hochwertig aus. Hier unten haben wir eine Glasflasche, hier oben haben wir eine schöne Pipette, ne? Wow. Und als letztes in der Nummer 24 haben wir die Kate drin. Kate Somerville. Exfoliate Intensive Exfoliant Treatment. Hollywood's 2-Minute Facial, okay, 15 Milliliter. Und ich glaube, dass es halt auch wieder so ein Säurepeeling ist, weil du das auch 30 Sekunden einwirken lassen sollst und dann kannst du es runternehmen. Finde ich klasse, denn zu Säurepeeling steige ich jetzt wirklich, oder bin ich jetzt mittlerweile, was mein Gesicht angeht, umgestiegen. Die Nummer 25 enthält tatsächlich ein Produkt, was sehr intensiv hier eingepackt ist und sehr schwer ist. Es ist rosa, altrosa und es ist eine Kerze, Loving, okay, Bella Freud Parfüm, sagt mir gar nichts, 190 Gramm, riecht unfassbar gut. Also wirklich ein angenehmer Duft, leicht Rose ist damit bei, aber auch ein bisschen schwerer riecht der. Also das kann ich gar nicht so beschreiben. Sehr, 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 sehr schön. Also mag ich gerne leiden und finde ich auch eine gelungene Nummer 25. Ich fand den ganzen Adventskalender echt gelungen. Aber gut, für 248 Tacken darf man auch erwarten, dass man hier ein Klopper nach dem nächsten bekommt, ne? Und wir haben große Überraschungen bekommen am 18. Dezember, am 24. Dezember. Diese millionenfach gefüllten Türchen, die mich ein bisschen aus der Fassung gebracht haben. Also ich bin wirklich total perplex. Ihr merkt das wahrscheinlich auch, ne? Ja, geiler Adventskalender.
der 10-mal so viel kostet wie der von Essence oder so? Ist der 10-mal so geil wie der von Essence oder so? Muss man für sich selber entscheiden. Ich sag's mal so, wenn ich den geschenkt bekommen hätte, hätte ich mir 3 weitere Löcher in meinen Hintern gefreut, sag ich euch. Ist so, weil einfach Hammer, Hammer, Hammer. Was da drin ist, krasses Pferd. Hätte ich mir den selber für mich privat gekauft? Nee, da wäre ich zu knickerig für gewesen. Das ist eher so ein Adventskalender, den man verschenkt. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir, der perplexten Claudinchen-Schlag-mich-tot-Geschichte und dem heftigsten Adventskalender, den ich wahrscheinlich jemals hier vorgestellt habe. Ja, wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.